Oder. Herzlich willkommen hier zum Euro Truck Simulator 2, ja, mit euren DLP-TV, mit euren Danny. Und der Basti ist heute mal nicht da. Wir werden heute mal alleine hier nach Nürnberg fahren. Er wird wahrscheinlich heute Abend wieder dazustoßen und ich habe mir gedacht, fahren wir heute mal dahin. Ja, liebe Freunde, es ist vieles geplant in der nächsten Zeit. Am nächsten Jahr kommt wieder, ja, der Landwirtschaftssimulator kommt auch wieder und der Euro Truck wird auch bleiben, wenn ihr wollt. Und es sind auch sehr viele Projekte geplant in der nächsten Zeit. Also lasst euch überraschen, was so Schönes kommt. Es ist viel geplant. So, ja, was habe ich zu sagen? Die TSM-Map geht immer noch nicht. Habe aber gesehen, dass der Rand an der Seite weg ist. Das ist erstmal schon mal ein positives Ergebnis. Warum die TSM-Map nicht geht, weiß ich nicht. Ich kann sie vom PC nicht runterladen. Also beim PC sagt immer Error, Datei nicht gefunden oder sowas. Und ja, dafür kann ich leider nichts machen. Das ist beim Daniel und beim Basti auch so. Leider. Kann nur sein, dass es an neuem Update liegt. Das müssen wir dann mal gucken, wie sich das so ergibt. So, wir haben grün, wir können weiterfahren. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch hier, die paar Runden durch Europa. Ich versuche zumindest heute mal nach Nürnberg zu kommen, dass ich mal runterkomme nach Italien. Da waren wir ja noch gar nicht. Das wäre ja auch mal was. Oder was haltet ihr davon? Ich würde mal richtig weiter runterfahren, aber meine Karte geht leider nicht so weit. Deswegen wollte ich ja auch die Maps installieren, aber irgendwie nichts zu machen. So, da kommt schon wieder eine rote Ampel hier. Ist ja heute wieder schlimm. Ne, jetzt ist sie grün. Werden wir gleich mal durchziehen. Und ja. Ich habe dann gehört, in Nürnberg unten soll es schon schneien. Also seid gespannt. Es könnte schon wieder Schnee liegen unten irgendwann. In der nächsten Folge. So. Wir machen hier mit Volker Racho heute nach Nürnberg. Wird wieder Zeit, dass wir wieder mal was schaffen hier. Ein bisschen Geld verdienen. Ja, wie gesagt, also ich habe ja eigentlich schon mal einen Mitarbeiter eingestellt, musste aber leider mit dem Basti neu anfangen. Und deswegen werde ich mal schauen, dass ich mir in der nächsten Zeit, na was denn nun, wieder ein paar Mitarbeiter einstelle. Und ja, ich möchte gerne mal in die Berge. Also werden wir mal nach Nürnberg fahren und wenn wir da nichts kriegen, werde ich solo nach München fahren und dann muss ja theoretisch mal was kommen. Ja. Von München geht doch die ganzen Fernreisen nach Italien über den Brenner und. So, ja, voll chillig heute. Das Wetter ist so durchschnittlich. Ist nicht das Beste, aber ist halt so. So, wir haben hier freie Fahrt. Ey! Werden wir gleich mal hupen hier. Ja, liebe Freunde, wie gesagt, also es sind sehr, sehr viele Projekte geplant in der nächsten Zeit. Und sind auch viele neue Projekte dabei. Ich habe schon sowas in Ahnung. Es werden in den nächsten Zeitraum viele Simulatoren kommen. Weniger Horror, deswegen haben wir noch Amnesia, das werden wir wieder bringen. Aber Horror wird zurzeit ein bisschen weniger bringen. Ist zurzeit nicht so viel auf dem Markt. Deswegen werden wir mal ein bisschen was anderes bringen. So ein bisschen Simulatoren. Ja, ein Landwirtschaftssimulator 2015 werde ich auch bringen. Nochmal so gesagt, das werden jetzt bestimmt viele aufschreien, yeah, geil. Und werdet den natürlich auch online spielen. Ich hoffe, dass Basti sich den da mal irgendwann mal zulegt.
dass wir den dann auch zusammen testen können. Wenn ihr vielleicht den schon habt und ihr habt da einen Server oder was, könnt ihr ja mich einladen. Ich würde mich natürlich freuen drüber, wenn ihr das macht. Sonst müsste ich mir wieder eine eigene Karte da machen. Und müssten wir dann nur erstmal wieder Leute suchen, wie zum Beispiel Daniel oder Basti. Ja, wenn ihr damit kein Problem habt, würden die zwei dann natürlich auch mit drauf kommen. Und ja, unser kleines Pufflicht ist auch schon wieder an hier, es wird ja auch schon wieder dunkler. So, nebenbei haben wir schon wieder 2348 Kilometer weg mit dem LKW. Ist schon eine ganze Menge. Parkplatz. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber wir müssen heute nicht parken, wir haben noch Zeit. Diesel brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Den können wir dann unten vielleicht in München mal tanken. Oder wenn wir sogar noch so weit rüberkommen nach Italien. In Italien mal voll tanken. Das wäre ja günstiger. Ja, nebenbei wollte ich mir noch irgendwann mal jetzt in den nächsten Zeitraum mal ein Lenkrad kaufen. Extra für den ETS. Ist vielleicht besser zu steuern. Aber ich habe eigentlich so mit der Steuerung keine Probleme. So, oba. Da sind wir ein bisschen aus den Stänkern gekommen. Hier oben fährt ein Zug. Jetzt steht er auf immer. Lol, jetzt ist er weg. Komische Sache hier. So, ja, ich denke mal, dass wir das heute bis nach Nürnberg schaffen, das ist ja nur kein Ritt. Bei 90. Verkehr ist auch keiner. Alles frei, wunderbar. So gehört das hier. Ja, nebst heute Abend wird wahrscheinlich wieder Basti dazukommen. Wahrscheinlich auch der Daniel. Mal gucken, wie wir es schaffen. Und dann werden wir schon wieder die nächsten Parts aufnehmen. Bin gespannt, weil dann nehme ich natürlich dann die Italien-Map auf. Also die Italien-Runde. Oh ja, wir sind ein bisschen zu schnell, wa? Mal ein bisschen abbremsen hier. Und ja, natürlich auch, grüße ich natürlich auch das Kellerradio, was ich nebenbei auch höre. Bloß hier drinnen dürfen wir es ja wieder nicht. Hat man ja im letzten Part schon abgeklärt gehabt. Oder abgesprochen. Oder angesprochen, wie ihr es nennt. Und ja, leider können wir das Radio hier drinnen nicht laufen lassen. Das ärgert mich ein bisschen. Aber naja, da können wir nichts gegen machen. Das ist halt YouTube-Sache. Ne? So, wo sind wir denn jetzt? Hier ist draußen bipperste Nacht. Nicht zu sehen, nicht zu sehen. Ja. V8 Motor. Steigen wir mal wieder vorne rein. Dann fahren wir besser. So, wir müssten jetzt fast im Nürnberger Raum sein. Dürfte ja nicht so weit sein. FedEx vor mir. Die bringen wieder Pakete. Normalerweise rasen die doch immer. Warum fährt der heute so langsam? Ich weiß es nicht. So, hier vorne kommt schon wieder eine Autobahn. Das wird dann die Ortsautobahn nach Nürnberg gehen. Ja. Da werden wir die dann gleich nutzen. Upsa. Der Oma eher blinken. So wie ich. So. Ja, nebenbei bedanke ich mich nochmal für das zahlreiche Zuschauen auf meinem Kanal, für die ganzen Abos. Und ja, es freut mich ganz dolle, dass euch die Videos hier gefallen, auch wenn ich manchmal kleine Problemchen mit dem Rand hatte, die jetzt eigentlich, denke ich mal, behoben sind. Ich schätze es mal, weil in der letzten Aufnahme war es ja auch wieder gut. Ja, Blitzer.
Blitzerwarnung. Auch sowas habe ich auch. Hat mir, war mir ein bisschen leid, so viel zu bezahlen, wenn man richtig in Eile ist. Also habe ich mir so einen kleinen Warnton eingebaut, wenn hier ein Blitzer kommt, dass ich zumindest gewarnt werde. So, wir müssen jetzt hier abfahren Richtung Nürnberg. Bremsen mal hier ein bisschen ab. Und werden wir mal zu der Firma fahren. Was haben wir denn überhaupt geladen? Ich weiß es jetzt gleich gar nicht. Tomaten! 18 Tonnen Tomaten und 2 Stunden und 47 Minuten können wir noch fahren. Danach fallen uns die Augen zu. Ganz komisch. So, deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen auf die Tube drücken. Weil die 2 Stunden sind hier schnell vergangen. Ja, aber mehr als 95 können wir leider nicht fahren. Außer wir machen es wie Basti, der sich hier einen 10.000 PS Motor reinhaut. Ja, aber das ist ja totaler Schwachsinn. So, hier ist 40, also fahren wir auch 40. Oder 50. So, ein bisschen was ich hier kritisieren muss an den ETS, dass hier jeder Ortseinfahrt gleich aussieht. Es sieht einfach gleich aus. Es ist nicht ein kleines Detail, wo mal ein bisschen was anderes ist oder so. Das ist ein bisschen schade, aber deswegen gibt es ja die ganzen Maps, die wieder bei mir nicht funktionieren. Und ja. Ja, Burger King. Wird jetzt beliefert. 0 Uhr 47. So, der hat aber auch ganz schön eilig. Der holt bestimmt jetzt seinen Öffliger ab. So, wir sind gut in der Zeit, heute sogar mal eher, komischerweise. Aber es war ja wirklich nicht so weit, die Strecke. Und werde dann, wenn ich hier nichts bekomme, dann solo nach München fahren und da meinen Auftrag abholen. Ja, jetzt ist ja gerade mein Wimpel dazwischen, das sehe ich gerade nicht viel. So, jetzt. Klingt doch alles perfekt, oder nicht? So müsste ein LKW klingen. Wir fahren jetzt mal rüber, weil wir uns hier einordnen müssen. Lassen jetzt gleich mal den Blinker, müssen wir noch nicht anlassen, aber gleich. So, jetzt. So, und damit sind wir auch schon angekommen hier in Nürnberg bei der Firma Daxer. So, da werden wir uns mal hier an die Rampe stellen und kurz eine Runde fahren und hoffen wir mal, dass wir heute schnell entladen werden. So. Werden wir uns mal hier neidrängeln. An die Rampe. Sieht doch alles gar nicht so schlecht aus, was wir hier machen. Oder findet ihr nicht?
So. Damit hätten wir es geschafft. Wir sind angekommen hier bei Daxor in Nürnberg mit 18 Tonnen Tomaten. Und werden jetzt mal unseren Vorwärtsgang einmachen. Derweil erstmal den Motor aus. Ja, ist gerade ein bisschen dunkel geworden hier, aber ist normal, wenn der Motor aus ist. So, dann gucken wir mal, was wir so Schönes verdient haben, liebe Freunde. 10.474 Euro. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Dann gucken wir gleich mal, ob wir hier einen Auftrag nach München kriegen. Wenn nicht, fahre ich jetzt nach Solo nach München. So, ihr seht, ich bekomme hier keinen Auftrag. Ich möchte aber hier runter, dass ich hier die Schweiz, Österreich und Italien befahren kann. Also fahre ich jetzt Solo nach München. Ich hoffe, ihr seid mir deswegen nicht böse, dass ich jetzt Solo fahre, aber anders kriegen wir es ja nicht hin. Und werden wir uns gleich mal hier eine schöne Route raussuchen, wo wir langfahren können. Wir müssen ja auf die 9. Also werden wir auch auf die 9 fahren. So, gut. Licht an. Handbremse gezogen und dann werden wir mal losdüsen. Die restliche Zeit bis nach München. Hier Solo mit unseren. Geilen LKW, wo man eigentlich gar kein Wort versteht, wenn der draußen an ist. Aber so sollte das sein. So, jetzt guck ich mal kurz auf meinen Navi. Halt, das war nicht richtig. So. Gucken wir mal. Ja, sieht doch ganz gut aus, wo wir langfahren. Also passt das so. Ja, liebe Freunde, ich hoffe, es gefällt euch hier das ETS. Mir macht's kräftig Spaß. Alleine schön mit dem Daniel und dem Basti. Und es werden noch viele, viele Folgen kommen. Das Spiel muss ich euch ja nicht vorstellen, das kennt ihr ja lange genug. Aber mir macht es einfach Spaß, hier rumzufahren, Spaß zu haben, die Welt ein bisschen zu erkunden, neue Modes auszuprobieren oder. Und deswegen mache ich das hier. Das Spiel muss ich euch ja nicht vorstellen, das kennt ihr ja. Aber ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit mir hier in Europa rumzugasen, wie mit dem Basti und mit dem Daniel, wenn die mit dabei sind. Und es werden noch viele, viele Folgen kommen. Und hoffen wir mal, dass irgendwann mal eine neue Map freigeschalten wird. Ja, jetzt könnte ich euch schon mal fragen, was soll denn in der nächsten Zeitraum unser nächster LKW sein? Was soll man so fahren? Was hätte er denn mal Lust drauf zu sehen? Ein Volvo, Mercedes, ein DAF hat man ja schon, Scania haben wir jetzt. Was gibt's noch so Feines? Ja, die ganzen anderen Typen halt. Schreibt es mir unten mal in die Kommentare, was ihr gerne haben möchtet. Und lol, ja, das war mein mein Wecker, um mir zu sagen, ich muss jetzt langsam Pause machen. Hoffe, ihr fandet es genauso lustig wie ich gerade. Und werden wir mal hier rüberfahren. Müssen wir ja. Und ich freue mich schon für die Richtung Italien und Schweiz und Österreich fahren. Ich freue mich. So, wir müssen jetzt mal sehen, dass wir uns mal einen Parkplatz suchen, bevor der gute Mann uns das Wetter sagt. Oder der Wecker. Das war die innerliche Stimme, die uns mit uns geredet hat. Jöppa, dann waren wir wieder weg. So, wir fahren 90, mehr können wir leider nicht fahren. Und suchen uns jetzt mal einen schönen Parkplatz. Es ist sowieso schon wieder Zeit. Ja, ist ja gut. Ich
muss aber erstmal einen Parkplatz finden, mein Juter. Ja? Möge die Macht mit dir sein. Das ist so herrlich. So. Na, 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 na. Blitzer, Blitzer, Blitzer. So, gut. Ich hoffe zumindest, dass jetzt mal langsam am Parkplatz kommt. Weil Richtung München ist immer so enge. Gerade um die Uhrzeit sowieso alles voll. Und da werden wir heute erstmal Pause machen. Ich werde dann den nächsten Zeitraum jetzt noch runterfahren irgendwann. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann schon in München. Und ja, werden wir mal da unseren Auftrag abholen. Das machen wir wohl gerade in Miesel, aber das holen wir dann schon wieder rein. Er kann aber auch ganz schön nerven. Hier vorne kommt doch schon der Parkplatz. Und dann machen wir endlich Pause. Ja, machen wir. Wir machen Pause, ne? Ich und mein Püppchen. Ne? Mit meinen kleinen Pufflicht. Die muss nämlich heute auch noch arbeiten. Lol. So, wir fahren jetzt hier rein. Lassen wir gleich noch mal ein bisschen Sprit rein. Oder gucken wir mal, was der hier so kostet. Und dann wird man hier gleich noch mal ein bisschen... 1,46, ja gut. Lass mal jetzt noch keinen rein. Ist doch genug. Wir stellen uns jetzt hier hin, machen jetzt hier Pause. Und ja. Gut, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen, was wir hier so Schönes gemacht haben heute. Ich hoffe, es hat euch zugesagt, dass wir jetzt nach München fahren, dass wir mal endlich mal so Italien, Österreich, Schweiz fahren können. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, ein Abo oder einen schönen Kommi. Das würde mir natürlich auch reichen. Muss ja nicht immer so was Großes sein. Darum geht es ja hier nicht. Es geht einfach bloß um den... Ja, damit hast du recht. Es soll ja nicht immer was Großes sein. Das wollte ich auch sagen. Gut, meine liebe Freunde, wenn ihr noch Bock habt, könnt ihr noch ins Kellerradio oben reingucken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder hier bei DLP-TV mit dem Basti und dem Daniel oder nur mit mir. Müssen wir sehen, wie sie Zeit haben. Gut, Dankeschön. Make the streams louder.